Schwingende Sehnsucht, geschrieben von Jürgen Albers, vorgetragen von Tim Süß, Schnitt und Postproduktion von Tim Süß und Kai Du. Aiden hatte ihre Hände zu Fäusten geballt und tief in den Taschen ihres Trenchcoats verborgen, die Schultern hochgezogen, den Kopf gesenkt. Doch die kalte, feuchte Nachtluft drang weiter auf sie ein, war nicht zu beeindrucken von ihrer Entschlossenheit. Dies wäre einem zufälligen Beobachter wohl als erstes aufgefallen, die entschlossenen, festen Schritte, mit denen die scheinbar junge Frau ihrem Weg folgte. Aber etwas stimmte nicht an diesem Bild. Obwohl sie ihre Stiefel mit festen, fast harten Bewegungen auf das glänzende Pflaster setzte, war so gut wie kein Geräusch zu hören. Aber es war auch kein Beobachter in dieser Straße, dem dies hätte auffallen können. Nicht in dieser heruntergekommenen Straße, nicht zwischen diesen leeren Häuserskeletten, durch deren Ruin ein fahler Sichelmond spärlich schien. Nicht zu dieser Zeit. Weit nach Mitternacht wäre kein vernünftiger Mensch freiwillig in dieses Viertel gekommen. Straßenschluchten, ausgemergelt vom Verfall, die nur noch auf den Abriss warteten. Und doch bewegte sich noch ein zweiter Schatten durch die Straße. Eine schlanke Gestalt ging zügig die Straße entlang, überquerte eine schmale Kreuzung. Aus dem Schatten der Mauern heraus, für einen kurzen Moment im schwachen Mondlicht, hätte ein Beobachter einen jungen Mann erkennen können. Aufrecht, eine Lederjacke über angemessen breiten, geraden Schultern. Obwohl sie fast 500 Yard entfernt war, sah Aiden den jungen Mann über die Kreuzung gehen und ihr Herz schlug schneller. Ihr sehr großes Herz, das nicht das einzig Ungewöhnliche an ihr war. Denn Aiden war ein Bird Girl. Bird Girl war der gälische Name für eine uralte Rasse von Halbmenschen, die seit urdenklichen Zeiten an den atlantischen Küsten Irlands lebten. Sie hatten ihre Nester in den hohen Cliffs, zogen ihre Jungen in den kargen Felsen auf, umtost von den unermüdlichen Wellen des Atlantiks. Bird Girls, Vogelmädchen, war der harmlos klingende Name, den Fischer und Bauern den schlanken, majestätisch im Seewind dahin segelnden Wesen gegeben hatten. Der Sage nach war es der gälische König Owen, der ein Vogelmädchen zur Frau begehrte. Erfolgreich in der Schlacht, durstig nach neuen Eroberungen, warb er um die stolzeste der Bird Girls. In einer Neumondnacht gebar sie ihm eine Tochter und begründete damit ein neues Geschlecht. Ihre Töchter und Enkelin aber veränderten sich. Sie entwickelten die Fähigkeit, vollständig Menschengestalt anzunehmen, ihre Schwingen zu verbergen und zwischen den Menschen zu wandeln. Aiden fröstelte. Ohne ihr schützendes Federkleid drang die feuchte Nacht auf ihre Menschenhaut und in ihren ungeschützten Körper. Der Regen hatte zugenommen und die langen, dunkelroten Locken ihres Haares verwandelten sich in Strähnen. Der Mann vor ihr war wieder in den Schatten der nächsten Häuserzeilen verschwunden und wieder machte ihr großes, kräftiges Vogelherz einen Sprung. Ihr Blut wallte ungestüm auf, schoss mit neuer Energie durch ihren Körper. Es war ein süßer, fast unerträglicher Schmerz, der Aiden vorantrieb. Sie wollte diesen Mann, hatte ihn vom ersten Moment an gewollt, mit einer gewalttätigen Lust begehrt. Ziellos war sie vor wenigen Tagen durch die Straßen gezogen, war die trübseligen Straßen der ehemals stolzen Stadt entlang geschlendert, tief im Gedanken darüber, ob dies ihre neue Wohnstätte werden sollte.
Wie so oft hatte sie beim Gehen den Blick auf den Boden gerichtet, sich abgewendet vom Himmel und ihrer Existenz als Vogelmädchen. Und da waren sie ineinander gelaufen. Er hatte sich entschuldigt, sie angelächelt mit seinem ebenmäßigen Gesicht. Sie hatte seine weiche, warme Stimme gehört, für einen kurzen Moment seine festen Hände, seine Arme gespürt, ihn betrachtet. Er war groß, ein wenig größer als sie, hielt sich sehr aufrecht, hatte trotz seines scheinbar muskulösen Oberkörpers einen wunderschönen, schlanken Hals. Der Anblick seines Körpers hatte sie nicht mehr losgelassen, hatte Fantasien in ihr aufbrechen lassen, die lange verschüttet waren. Zu lange, viel zu lange hatte Aiden dieses wunderbare Gefühl vermisst und sie hatte die wilde, archaische Lust verspürt, die alle ihre Zellen durchströmte. Seit diesem Tag war sie ihm gefolgt, war zum Schatten des Mannes geworden, eines Mannes, der ihr nur einen kurzen Moment begegnet war und nun ihr ganzes Denken und Streben beherrschte. Sie wollte ihn in sich spüren. Das hatte sie vom ersten Moment an gewusst. Aiden schreckte auf. Sie hörte jetzt Stimmen, die stritten. Wie bei allen Bird Girls war ihr Gehör nicht besonders gut ausgeprägt. Und so hatte sie die Stimmen erst sehr spät bemerkt. Sie beschleunigte ihren Schritt und versuchte gleichzeitig die Stimmen auseinanderzuhalten. Aber wie meistens in solchen Situationen sah sie zuerst, was sie nur unvollständig hörte. Vier schattenhafte Gestalten standen sich gegenüber. Drei, die einen vierten stießen, ihn umkreisten. Aiden lief. Sie riss sich den Trenchcoat vom Körper, der sie am Laufen hinderte, und lief auf die Gruppe von Schatten zu, die jetzt miteinander rangelten. Sie war nur noch ungefähr 200 Yard entfernt, als sie den ersten Schlag sah. Von hinten ausgeführt traf er den Mann in der Mitte. Aiden sah ihn einknicken, sich drehen, zurückschlagen. Ihre mächtigen Lungen sogen den Sauerstoff in sich, ihr Herz pumpte mehr Blut in ihre Beine und voller Verzweiflung entfuhr ihr ein Schrei. Sie war nur noch 50 Yard entfernt und alle Männer drehten sich erschrocken zu ihr um. Drei Angreifer, muskulöse Kerle, umringten den einen, den Mann, den Aiden seit Tagen voll Verlangen folgte. Mit einem Grinsen auf dem Gesicht schlug einer der Angreifer wieder zu, traf den Mann, der immer noch von Aiden abgelenkt war, direkt in die Nierengegend, kurz bevor sie den Mann schlicht umrannte. Ohne ihr Tempo zu vermindern, hatte sie den Angreifer über den Haufen gerannt. Und von dem gewalttätigen Aufprall umgerissen, schlugen beide Körper hart auf dem Asphalt auf. Aiden drehte ihren Körper in der Luft und kam schneller wieder auf die Beine. Ihre Wut, ihr Verlangen nach diesem Mann, alles vermischte sich zu einem ohrenbetäubenden Schrei. Sie wusste, was nun passieren würde. Sie hatte die Brücke überschritten. Aiden sprang mit einem mächtigen Satz neben die Gestalt am Boden. Blitzschnell richtete sie sich auf, hob erneut den Kopf und entließ einen weiteren markerschütternden Schrei. Ihr schlanker Körper vibrierte. Wellen heißen Blutes durchliefen sie und aus ihren Schultern schlugen zwei mächtige Schwingen. Sie streckte die Schwingen, beschattete den Mann, der zusammengekrümmt vor ihr auf dem nassen Asphalt lag. Einer der Angreifer zog jetzt ein langes Messer, stellte sich scheinbar kaltblütig in Kampfposition. Aiden aber spürte seine Zweifel, roch seine Angst. Langsam beugte sie sich vor und ließ ihn ihre Klauennägel sehen, die an ihren kräftigen Armen gewachsen waren. Sie legte den Kopf schräg und ihrer Kehle entrang sich ein tiefes Fauchen. Der Mann stolperte erschreckt rückwärts, fiel hin,
rappelte sich wieder auf und lief nun die dunkle Straße entlang, folgte seinen zwei Kumpanen, die längst die Sicherheit der dunklen Ruinen gesucht hatten. Aiden war allein, allein mit ihm. Sie zog die kühle, feuchte Nachtluft durch ihren Nüstern und genoss den Moment des Triumphes. Langsam ging sie in die Knie und strich dem immer noch bewusstlosen Mann die feuchten Haare aus Gesicht und Hals. Der Anblick seines schönen Körpers schlug neue Wellen heißen Verlangens in ihr los. Sie beugte sich über ihn. Langsam und fast zärtlich fasste ruhig seinen Kopf und seine Schultern. Mit einem wohligen Schauder senkte sie ihren Kopf und durchtrennte seinen schönen Hals mit einem Biss. Ihre Klauenhände schlugen sich in den leblosen Körper und hoben ihn mühelos hoch. Mit dem mächtigen Schlag ihrer Schwingen stieß sie sich und ihre Beute vom Boden ab. Die Nacht war noch jung. Sie nahm Kurs auf ihr Nest und sie würde nicht eher schlafen, als bis sie ihn in sich hatte, sein warmes Fleisch genossen hatte. Das war Schwingen der Sehnsucht. Dieses Hörspiel entstand im Rahmen des Geschichtenkapsel-Podcasts.